Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake im Shinra Hauptgebäude. Ja, sehr coole Angelegenheit hier. Denn wir sind immer noch dabei, Aeris zu befreien. Hallöchen Candy, schön, dass du auch wieder dabei bist. Woo! Du brauchst dein Kabel. Okay, dann kriegst du dein Kabel. Mit dem Kabel lade ich die ganze Zeit meinen PlayStation-Controller. Nimm den. So, dann bin ich auch ein bisschen freier mit dem Controller wieder. Wunderbar. Wir haben uns in der letzten Folge vernünftig ausgerüstet und ordentlich Spatz gehabt. Trotz allem sind wir noch lange, lange nicht dabei. Sind wir noch lange nicht bei Aeris angekommen. Was natürlich nicht sonderlich gut ist. Aber das macht nichts. Ich glaube, von da sind wir in der letzten Folge gekommen. Das heißt, wir müssen hier jetzt runter. Wir wollen uns über die Tiefgarage von Shinra sozusagen reinschleichen. Da drüben, ein Fahrzeug von Shinra. Mir nach. Alles okay? Bei dir? Alles okay. Ihr auch? Sehr gut. Gut, könnt weiter. Der Kontrollpunkt wäre das Ziel. Ups. Nicht gut. Was wollt ihr hier? Kämpfen, was denn sonst? Wir hauen euch einfach ein bisschen kaputt. Und dann ist alles gut. Aus dem Weg. Lasst mich Artrichtung durch. Maggi, die steht gerade. Zumindest stehen hier gerade zwei wieder super gut beieinander. Das war doch gleich einmal kurz. Ach, komm. Der wollte sich heilen. Habt ihr das gesehen? Der hat sich geheilt. Was ist da los? Noch einer? Stehen bleiben. Na, fuck, da sind noch ein paar mehr. Ich habe das Gefühl, dass hier auch noch Kisten rumfliegen. Okay. Wie dem auch sei, wir machen das jetzt einmal mit... Oh. Kleinen Moment. Wo sind denn hier die meisten? Ah. Wir nehmen den da. Weiter geht's. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Schön. Ich mir nicht. Wir müssen weiter. Der Ausgang müsste weiter hinten sein. Richtig. Aber ist mir egal. Ich will mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Wenn nicht, dass hier irgendwelche Kisten rumflitzen. Der Klassiker. Ja, Barrett. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Hauptsache die Kisten umschubsen. Aufsammeln, nicht wegschubsen. Das ist der Trick. Aber alles ist gut. Sieht, wir kommen der Sache näher. Da drüben stehen Leute. Hey, was ist los? Kein Kontakt zur Zentrale mehr. Ganz schlecht. Tja, doof, dass ihr keinen Kontakt mit der Zentrale habt. Dann redet doch mit uns. Was habt ihr so heute den ganzen Tag gemacht? Ihr habt in Wache gestanden, verstehe. Oh, Handgranate kam geflogen. Ah, nicht gut. Gar nicht gut. Oh! Elite-Soldaten. Also, Soldat. Also, Rang 3 Soldat. Hallo, ich bin Rang 1 Soldat. Ah. Fein. Ich sag ja, ihr könnt nichts. Das kommt davon. Soldier First Class.
im Angriffmodus. Da habt ihr nichts entgegenzusetzen. Vor allem, wenn er mit seinen Freunden anrollt. Baumstumpf Barrett und Busenfreundin Tifa. So, deine Granate ging übrigens nichts, würde ich behaupten. Ja. X und Viereck sind so weit auseinander, da kann ich schon mal aus Versehen dagegen die falsche Taste drücken. Moment. Noch mehr? Mehr von euch? Freunde? Okay, hier. Guck mal, Feuer. Bumm. Ich habe hier zum Glück noch. Feuer frei. Bumm. Volle Kraft. Jetzt gebe ich alles. Okay, Tifa ist ganz gut dabei. Ah, ein Wimpchen ist noch da. Bring es hinter uns. Schön. Jetzt darf ich aber die Kiste nehmen, oder? Ja, nicht schlecht. Molotow. Ich sollte mal anfangen mit Gegenständen, um mich zu werfen. Ich glaube, ich habe ganz schön viele davon. Auch Granaten habe ich noch eine ganze Menge, fällt mir gerade so ein. Okay. Wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Noch gar nicht am Ziel angekommen. Ah, da drüben laufen noch mehr Freunde. Kein Schritt weiter. Kleine Subtherapie. Los. Glocken. Glocken bringt mich jetzt einen ATB-Balken voll. Das ist gut. So, Maggi. Feurer. Hier steht gerade so schön. Das Spiel ist aus. Wollen wir den Typen echt? Nee, komm. Den Kreuzschlag jagen wir auf den Soldat. So. Das muss wehgetan haben. Tifa hat noch ganz schön viel Magie offen. Genau. Feuer. Auf den. Ah, da sind ja noch mehr von denen. Ah nee, das ist Tifa. Tifa, warum springst du immer zu den Gegnern rüber? Das sieht immer so aus, als ob... hallo Tommy! Hoffentlich haben die uns nicht gemeldet. Wo? So viele Leute hier gewesen? Kamen die denn alle her? Muss ein Nest sein, glaube ich. Ach ja, ist ja das Shinra-Hauptquartier. Ich vergaß. Für einen kurzen Moment dachte ich, wir wären hier sicher. Mom. Bin ich jetzt blind? Wo ist denn hier der Ausgang gewesen? Da. Wie sehen unsere Lebenspunkte aus? Okay, Cloud sollte sich nochmal einen Megatrank gönnen. Nom. Gut. Sorry. Service. Keiner da. Das ist aber echt schlecht hier bewacht. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass hier ein bisschen, Ach komm. Wir sind gemütlich. Hallo, wir sind die Neuen, wir wohnen jetzt hier. Schicke neue Wohnung, würde ich sagen. Wie ausgestorben. Ja. Hast du eine Idee, wo sie Aeris festhalten? Hab ich. Vermutlich in der Forschungsabteilung. Und wo ist die? Oben. Dein
denke ich mal. Ganz oben. Denkst du also? Gucken wir am Empfang. Vielleicht finden wir da was. Ganz nett eingerichtet. Dieser Angeber. Irgendwann wird dieser Protzbau zerbröseln. Dafür sorge ich schon. So. Aber bitte nicht heute. Was ist das denn hier? Rezeption? Ist jemand da? Keiner da? Hier muss doch irgendwas... Alles voll... Eine Laserbarriere. Die löst sicher Alarm aus. Diese ollen Spielverderber. Sehen wir mal oben nach. Okay. Hier gibt es anscheinend nichts. Bevor wir irgendwelche Leute ranlocken, gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Nee, nix. Ihr hättet ja mal ein bisschen Licht anmachen können hier. Wie kommen wir rauf? Entweder mit dem Fahrstuhl oder der Feuertreppe. Die Forschungsabteilung ist ganz oben, oder? Feuertreppe? Wir nehmen natürlich den Fahrstuhl. Nein, wir nehmen die Feuertreppe. Ich meine, warum sollten wir den Fahrstuhl nehmen? Ganz im Ernst. Das würde ja bedeuten, dass wir direkt offensiv losspazieren. Was haben wir hier? Ah, benötige eine Schlüsselkarte. Da komme ich nicht hin. Geil, ich kann hier wieder Sachen umwerfen. Komme ich hier durch? Schlüsselkarte benötigt. Okay, ich glaube, wir müssen uns hier ein bisschen umgucken. Ohne Schlüssel kommen wir wohl nicht drauf. Hier werden anscheinend Schlüsselkarten benutzt. Ich glaube, ich habe irgendwo eine gesehen. Am Empfangsschalter. Nur wie kommen wir ran? Vielleicht geht's ja von oben. Guck mal. Wenn man sich die Lampen entlanghangelt, geht's vielleicht. Also mich tragen die nicht. Ich versuch's mal. Von uns dreien bin ich schließlich am leichtesten. Schieb ihr in der Zwischenzeit Wache. Ich habe schon fast das Gefühl, dass... Okay, ich versuch mal mein Glück. Während wir hier jetzt drüber laufen... Tiefer... Barrett und Cloud angegriffen werden. So, okay. Das war zumindest schon mal ein guter Jump. So. Rüber da. Ja, schön. Und nochmal. Hey. Mission Impossible und so. Tiefer! Nein. Oh wei. Bist du okay? Hab ich mich erschreckt. Aber das war klar, wir hatten nur einen Weg. An der Stelle. Autos. Nicht wenige davon. Ja, ich habe gerade gesehen, dass wir in das eine Auto einsteigen können. Aber irgendwie hatte ich irgendwie gedacht, ich gucke mich hier nochmal ein bisschen um. Vielleicht finden wir nochmal irgendwas, was wir einsammeln können. Nee. Nichts. Na gut, dann nehmen wir das Auto und gucken, was passiert. Was war das denn? Hä? Das war doch irgendwie gerade... Blödsinn. Okay. Warum sollte ich hier über die Autos steigen können? Liefert mir... Ah! Das liefert mir was. Hier kann ich langlaufen. Ach, hier gab es wohl irgendwie Renovierungsarbeiten oder so ein Kram. Das ist ja sehr schön.
Moment. War hier nicht auch irgendwas? Ja, hier war auch was. Ah, da drüben ist aber eine Kiste. Die nehme ich mit. Hier komme ich drüber. Zack. Her mit der Kiste. Mega-Handschuhe. Toll. Auf der anderen Seite soll auch noch eine liegen, schreibt Croissant. Unten oder oben? Unten, okay. Geh ich nochmal gucken. So, hier soll noch irgendwo eine Kiste rumfliegen, sagt er. Ah, Tatsache, da ist eine. Sehr cool, dankeschön. 2000 Gil, klar, was man halt eben so braucht. So, dann wollen wir hier mal wieder drauf. Und mal hier entlang laufen. Und dann hier um die Ecke und hochklettern. Denn wir wollen ja wieder zu den Lämpchen. Eine Kraftprobe? Oh. Da bin ich doch dabei. Tiefer die Leichtathletin hier. Ah, die Lampen können wir nicht anfassen. Das ist gut zu wissen. Das heißt, ich muss hier irgendwie entlang balancieren und dann hier so lang irgendwie, ja. Ah, wunderbar. Ist hier nochmal irgendwo eine Stelle? Jawohl. Moment, einmal kurz einen Blick zurück. Nichts. Da lang. So bekommt hier jeder eine tiefergehende Rolle. Das sind alles so Passagen, die wären im alten Final Fantasy 7 gar nicht möglich gewesen. Weil dafür fehlt halt eben diese 3D-Ansicht. Ich frage mich auch, ob das nicht sogar vielleicht alles im Original oder in der alten Version gerne drin gewesen wäre, aber sie hatten keine Möglichkeit, es darzustellen oder so. Na komm, nein, nicht da lang. Kletter da lang. Genau, und dann kletterst du jetzt da lang. Okay. Ah, sehr gut. Ich habe doch diese die Halogenlampen hier gesehen. Ganz blind bin ich dann doch nicht. Aber es sieht so aus, als... Ach, jetzt ist das Ding doch von der Seite hier, oder was? Puh. Das Spiel trollt mich. Ist geschafft. Freut euch auf meinen Abschlusssprung. So, gucken wir nochmal. Nein! Warum? Nein! Geh da hoch! So, lieber nochmal einen Blick nach hinten und hüpp. Rüber da. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Du hättest nicht geradeaus, sondern links oder rechts springen müssen. Nebenbei. Das hätte sogar ein Blinder gesehen. Wunderbar, noch zwei Jumps. So.
Hotkey-Action hier. Und. Ah. Jawohl. Und komm, da geht noch was. Und hüpp. Tifa ist drin. Du Meisterdiebin. Oh. So kann man die Barriere vielleicht ausschalten. Hä? Hat funktioniert. Ich habe gar nichts gemacht. Na, auch gut. Tifa, kannst du gucken, wo die Forschungsabteilung ist? Klar, einen Moment bitte. Bingo, das Labor von Professor Hojo, Etage 65. Per Aufzug oder Treppe kommt man aber nur bis zum Himmelsfoyer in Etage 59. Wer weiter hoch will, muss sich erst am Empfang im Himmelsfoyer akkreditieren lassen. Dann schauen wir da mal vorbei. Sehr gut. Wie wollen wir lang gehen? Wir haben jetzt die Möglichkeit, glaube ich, den Fahrstuhl zu benutzen oder zu Fuß zu gehen. Geht beides. Das hier ist, glaube ich, der Weg zur Feuertreppe und das ist der Fahrstuhl. Ich glaube, Fahrstuhl ist actionreicher. Feuertreppe dafür langweilig, aber da liegen Items rum, wenn mich nicht alles täuscht. Kann man ja mal überlegen. Wir könnten auch erstmal hier hochlaufen und dann nochmal den Weg zurück und dann hier hochfahren oder so. Ja, gut. Witziger Dialog ist auch gut. Hoppla. Das wollte ich so nicht. Ja, witziger Dialog ist herrlich. Weil ich weiß, dass Barrett nämlich voll rumheulen wird. Also. Dann gehen wir mal. Muss das sein? Besser, als mit der Tür ins Haus zu fallen. Ja, ja, ist schon klar, aber... Sind doch bloß ein paar Treppen. Ein echter Klacks. Das ist kein Rennen, okay? Wehe, ihr hetzt. So, hier ist nichts. Sehr gut. So habe ich es gern. Na denn, nehmen wir den amüsanten Weg. Und vier. Wie es oben wohl aussieht? Sicher besser bewacht. Da oben sind wichtige Einrichtungen. Die werden leichtes Spiel mit uns haben, wenn wir keuchend da ankommen. Wir müssen uns unsere Kräfte gut einteilen. Können wir langsam mal eine Pause machen? Wir sind noch gar nicht so weit. Wir sind jetzt in der 8. Etage. 9. Ja, wir haben ja nur 59 vor uns. Wollen wir es nicht aufgeben? Du kannst auch auf mich schieben. Geht dir etwa die Puste aus? Und wovon träumst du sonst so? Könnt ihr den Quatsch bitte lassen? Vom Streiken werden die Stufen auch nicht weniger. Tifa, ich wollte doch nur... Deine Ausreden kannst du dir für oben aufheben. 13, 14. Und anscheinend müssen wir wirklich alle laufen. Ist das geil. Herrlich. Bester Part ever. Hey, hey, nicht so schnell. Okay, wir sind zumindest schon mal bei 16. Hey, Barrett. Es ist noch sehr weit. Hey, Barrett. Wir haben noch nicht einmal die Hälfte. Hey, Barrett. Forschung und Entwicklung sind also ganz oben. Ja, ganz genau. Na, zum Glück. Kletter ich gerne. Cloud, kümmere dich um Barrett. Ja. Ich kann dich nicht hören. Barrett kannst du mir überlassen. Sorry, Kumpel. Dann schieb mal ein bisschen. Ja, dann hol mal ein bisschen aus, Junge. Sehr freundlich. Cloud weiß, wie man mit Freunden umgeht.
Lauf nicht davon! Ja, yeah, sorry, das ist noch das Grundtraining von einem Soldat. Das weiß doch jeder. Jeder, der Soldat beitreten muss, muss erstmal dreimal, mindestens dreimal, innerhalb von 5 Minuten alle Etagen durch die über die Feuertreppe gelaufen sein. Muss ein Treppenhoch sein oder so. Ja, das berühmte Läuferhoch. Das bekommt man angeblich kurz vorm Kollaps. Jawohl, 33 haben wir schon. Lauf nicht davon. Das hatten wir schon. Ja. Geschafft? Ja, ein bisschen. Aber geht schon wieder. Das ist ja gut. Wenn wir oben sind, laufen wir den ganzen Weg nochmal zurück und nehmen den Fahrstuhl. Super! Dann spurtet mal los! Na komm. Wenn ich stehen bleib, fall ich doch tot um! Ich glaube, er dreht durch. Ja, Cloud, jetzt kannst du aber auch nochmal ein bisschen Bewegung zeigen. Barrett läuft ja schneller als du auf einmal. Ich frage mich, ob wir jetzt dadurch Kämpfe gespart haben. Also Zeit durch Kämpfe gespart haben. Stockwert 38. Ja, komm, sind nur noch 21. Ja, schön wär's. 30. Nee, 3. Verdammt, zu welchem Stockwerk mussten wir? Nein! Etage 40. Weltraumforschung. Wait. Kann ich hier rein? Nee. Aber Weltraumforschung ist schon mal ziemlich cool. Ich finde das auch lustig, wie gerade eben die Musik so die ganze Zeit schwammig wird. Zumindest hört sich das so an. Wie weit geht diese Scheißtreppe eigentlich nach? Ich glaub kaum, dass sie dir antworten würde. Mann, Cloud. Das war jetzt selbst. Für dich zu krass. Sollte ein Witz sein. Na komm, Cloud. Du bist doch so ein cooler Typ. Und jetzt machst du hier einen auf Schleichfahrt oder was? Langsam und gemütlich die Treppe hochwandern. 46. Nebenbei, im Originalspiel habe ich auch die Treppe genommen. Aber ich weiß auch, was auf der anderen Seite passiert. Und zwar, wie gesagt, Kämpfe. Weil der Fahrstuhl nämlich immer wieder Zwischenstopps machen muss und dann steht man vor irgendwelchen Shinra-Soldaten. Lass es bitte. Wieso? Ja, klopf lieber dreimal auf Holz. Die Sicherheitsbehörde. Halt einfach den Mund. Okay, jetzt wird die Musik noch abstruser. Und Cloud schleicht noch mehr. Das macht mich ja selber ganz dusselig in der Birne. Na komm, Cloud. Das schaffst du noch. Wollen wir doch lieber umdrehen? Ja, weniger Kuchen wäre wahrscheinlich echt die richtige Antwort gewesen.
Ah, ich hätte mal nicht auf Barrett warten sollen. Okay, mach mal. Du willst die ganzen Stufen wieder runterlaufen? Oh, Barrett. Ich glaube, ich hole ihn noch ein. Hallo, Barrett. Ich laufe auch extra für dich den inneren Weg, damit ich an dir vorbeikomme. Miep, miep. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Manchmal musst du Gefühle verstecken. Ach ja. Wir sind da! Naja, Feuertreppen braucht man immer in großen Gebäuden, also egal welchen Gebäuden. Weil es muss ja wenigstens eine Möglichkeit geben, runterzukommen, wenn die Fahrstühle nicht mehr fahren. Barrett, kommst du jetzt mal langsam? Ich glaube, wir sind da. Geschafft. So, dafür hätte ich aber ganz gerne nochmal ein, zwei Level-Ups. Jetzt wird es ernst. Gut. Los geht's. Siebzig, achtzig, neunzig, hundert, hundertzehn. Makrodichte erreicht kritisches Ausmaß. Initiiere die Kühlung mit Frostmaterie. Mit Verlaub, Zeit für ihr Meeting. Mit Verlaub. Wage es nicht, mich in diesem wichtigen Moment zu stören. Makrodichte und Materia im stabilen Bereich. Der Materia-Kern nimmt an Masse zu. Zeig mir mal, was in dir steckt, mein Schatz. Oh, verzeichne Anomalien. Wir gehen. Grenzwerte überschritten, weiter steigen. Die Lösung beginnt sich zu kristallisieren. Oh, Kontrolle verloren. Verdammt, wir werden alle... Nicht hinterher alles schön auf. Ah. Himmelsfoyer, hm? Ist in der Tat ziemlich himmlisch hier. Suchen wir den Empfang. Oh weia. Was war denn das für ein Dude, der da hinter Scarlet hergekrochen ist? Das sind ja alle echt mega strange drauf hier. Gucken wir uns doch erstmal die Karte an. Scheint ein großer Raum zu sein, Fußabtreter, definitiv. Hey. Hallo! Seh ich mal! Cloud, komm mal rüber! Diese Ärsche. Mhm. Fahren hier hoch und sehen die Aussicht. Und freuen sich in Wolf, wie schön das alles ist. Jedes einzelne dieser Lichter brennt nur, weil Shinra dem Planeten das Leben aussaugt und die merken es nicht mal. Das wäre mir ja fast auch so gegangen. Gut, endlich oben angekommen. Machen wir jetzt aber auch mal einen Cut. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge Let's Play Final Fantasy VII Remake. Dankeschön und bis
bald. Gleich. Demnächst. Irgendwann.